Die Räumung im Hambacher Forst im vergangenen Herbst. Die Landesregierung hat den Einsatz damals mit Brandschutz und Baumängeln begründet. Der WDR hat gestern darüber berichtet, dass wohl zuvor bereits etliche andere Begründungen juristisch durchgespielt worden waren. Hauptsache, man kann räumen. Die Landesregierung muss sich rechtfertigen und das ist der Auslöser. Es ist dieses Gutachten zur Räumung des Hambacher Forsts, das die Landesregierung in Erklärungsnot bringt. Es sollte die Frage klären, wie kann die illegale Besetzung beendet werden? Eine Anwaltskanzlei prüfte ein halbes Dutzend Optionen. Damit ist klar, es ging nicht nur um den fehlenden Brandschutz. So hatte es Reul bisher dargestellt. Inzwischen räumt er ein. Der Anfang war, dass der Minister für Inneres, nämlich ich, immer öfter gefragt wurde, du bist für Null-Toleranz-Strategie. Du greifst ein, wenn Clans die Regeln nicht beachten, du greifst ein, wenn rechte Demonstranten Sprüche kloppen, die nicht erlaubt sind. Warum lässt du eigentlich zu, dass im Hambacher Forst ungleiches Recht gilt, dass die machen können, was sie wollen? Ich bin kein Jurist, da habe ich gesagt, dann wollen wir das bitte mal prüfen, ob wir und wie wir da uns drum kümmern können. Reul fand schließlich einen rechtlichen Hebel für den Riesenpolizeieinsatz mit Hilfe des Bauordnungsrechts. Mehr als 3000 Polizisten wurden dann in einen millionenteuren harten Einsatz geschickt, um Rettungswege zu räumen und Baumhäuser wegen fehlenden Brandschutzes einzureißen. Die Kollegen machen sich schon Gedanken, warum sie damals 5 Wochen lang Tag und Nacht im Hambacher Forst unter teilweise sehr lebensbedrohlichen Bedingungen gearbeitet haben. Und am Ende war es so, dass innerhalb von wenigen Tagen, Wochen der Zustand, der alte Zustand wiederhergestellt war. Das ist schon enttäuschend. Mit dem Vorhaben von RWE, den Hambacher Wald zu roden, habe das alles nichts zu tun gehabt, sagt der Innenminister. Es habe mit dem Konzern keinerlei Gespräche darüber gegeben. Aber wenn der Innenminister einen der größten Polizeieinsätze mit einem offensichtlichen Vorwand begründe, sei das ein schwerer Fehler, meint die SPD. Deshalb hat sie Öl ins Feuer gegossen mit dieser Vorgehensweise und damit die Schwierigkeiten rund um den Hambacher Forst und die Braunkohle noch forciert. Inzwischen haben die Waldbesetzer neue Baumhäuser gebaut. Von einem Abriss wegen fehlenden Brandschutzes redet aktuell aber niemand mehr. Genau ist das Thema. Wir haben es gerade auch schon gehört. Es sollte ja durch den Bauausschuss nochmal bestätigt, der Bau neuer Baumhäuser unbedingt verhindert werden. Darauf sollten dann auch die Bauaufsichtsbehörden achten in Düren und in Kerpen. Der Kollege hat es gerade schon gesagt und es ist eben auch genauso, wie es ist. Mehrere Dutzend Häuser sind da mittlerweile entstanden. Brandschutz oder Baumängel hin oder her. Wir sind heute dort gewesen und haben auch mit einigen der Bewohner dort sprechen können. An vielen Stellen im Wald verteilt stehen sie wieder, die Baumhäuser der Umweltaktivisten. Es sollen 50 bis 70 sein, sagt man uns. Ganz genau weiß das hier anscheinend niemand. Manche sind klein und hängen 10 Meter über dem Boden. Andere sehen recht komfortabel aus, stabil und sogar mit Fenstern. Nach und nach wird das wieder aufgebaut. Hier der Turm zum Beispiel, der ist so nach und nach gewachsen in einem Dreivierteljahr seit der Räumung und ist inzwischen dreistöckig und da können jetzt, wenn viele Leute gerade da sind, können wir dann auch viele Leute unterbringen. Was natürlich toll ist, dass man dann den Platz auch hat. Ein paar Meter weiter baut Aktivist Klamsi gerade an einer neuen Gemeinschaftsküche weiter. Er lebt schon seit einigen Jahren im Hambacher Forst. Wie die anderen will er den Wald beschützen, sagt er. Die neuen Baumhäuser sehen nicht brandsicherer aus als die alten. Notausgänge oder Fluchttreppen gibt es hier natürlich auch nicht. Eine erneute Räumung durch die Landesregierung halten die Aktivisten aber für unwahrscheinlich. Ich glaube, es wäre politisch schwerer durchzusetzen, weil eben klar war, dass diese Brandschutzräumung auch nur ein Vorwand war, um RWE hier roden zu lassen. Und ich glaube, das würden sich die Bürgerinnen und Bürger des Landes auch nicht mehr so gefallen lassen. Also wir haben es ja letztes Jahr bei der Räumung gesehen, dass der Widerstand während der Räumung immer größer wurde. Tausende von Menschen, die hier in den Wald gekommen sind. Und ich glaube, das würde auf jeden Fall wieder passieren, wenn hier nochmal so eine Räumung anstünde. Trotzdem haben die Aktivisten auf einigen Wegen neue Barrikaden errichtet, um RWE oder der Polizei die Zufahrt zu erschweren. Es ist ruhig im Hambacher Forst. Von den 80 bis 120 Menschen, die sich hier momentan aufhalten sollen, hören wir fast nichts. Einige Braunkohlebagger sind nah an den Wald herangekommen. Nur wenige Meter trennen sie von den Baumhausbewohnern. Die Aktivisten wünschen sich jetzt endlich politische Konsequenzen. Wir sehen gerade mit diesen Gutachten so einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass der Druck auf diese Landesregierung endlich mal so groß ist, dass entweder vielleicht sogar Zurücktritten kommt und vielleicht zu Neuwahlen
oder dass Menschen spätestens bis zu den nächsten Wahlen mal einfach darüber nachdenken, wen sie da gewählt haben, ne, und was da am Ende für Politik rausgekommen ist. Die Umweltschützer wollen noch mehr Baumhäuser bauen und den Wald und die Tiere dabei so wenig wie möglich stören, sagen sie.